Eine Fahndung in einer Adlersonne brachte mir ein Partikel spirituelle Essenz ein. Wenn ich ihn der gefangenen Seele gebe, bessert sich vielleicht ihr Zustand. So, jetzt bin ich aber erstmal hier auf dem Balkon. Kann hier die Sonnenuhr benutzen. Ja, ein Lichtstrahl scheint vom Himmel herab, oder besser gesagt von der unbestimmbaren Leere, die im Jenseits am Himmel als Himmel gilt. Stücke einer zerstörten Brücke schweben in der Luft, wie eingefroren im Moment vor dem Einsturz. Halt will Sonnenuhr ins Licht halten. Die Sonnenuhr wird in deiner Hand warm. Du spürst, wie ihre Macht sich auf deine Umgebung ausbreitet und der Fluss der Zeit neu einstellt, um zu heilen, was zerstört war. Boing. Das sieht cool aus. Korrodierte Armschiene. Verfallen. 50% Chance nach erzielten kritischen Treffer mit Nahkampfwaffe, die Durchschlagskraft der gegnerischen Waffe 8 Sekunden lang um 1 zu verringern. Nö. Es war recht nett, aber brauchen wir nicht so unbedingt. So, dann gehen wir noch den letzten Weg. Da darf ich mich wahrscheinlich, muss ich wahrscheinlich die Angeklagte selber wählen. Also in die Adrasäule hinein. We gather in the sight of Wotica and Wal to thresh truth from falsehood and see justice upheld. Wir haben uns unter den Blicken Wotikas und Wales versammelt, um Wahrheit aus der Lüge zu dreschen und die Gerechtigkeit zu bewahren. Die Stimme scheint aus keiner bestimmten Richtung zu kommen, aber die Gestalten vor dir zeichnen das Bild eines laufenden Prozesses. Die Angelegenheit, mit der sich das Tribunal heute Nacht beschäftigt, Identität. Dadurch wird wieder wärmer und sondert sein dickes Sekret ab. Ich habe so eine. Bin ich jetzt auch in Schwierigkeiten? I worry this place grows less stable as a result of our actions. And it was not particularly stable to begin with. Ich befürchte, dieser Ort wird aufgrund unseres Handelns immer instabil und er war von Anfang an nicht besonders stabil. Jetzt geht das schon wieder los. Just play it like you're about to call a surprise witness. It'll put everyone on edge. Tu einfach so, als würdest du jeden Moment einen Überraschungszeugen hereinrufen. Das sorgt bestimmt für etwas mehr Spannung. You think maybe you can help these souls escape their bonds? Glaubst du, wir könnten diesen Seelen helfen, ihren Fesseln zu entfliehen? Keine der versammelten Gestalten reagiert. Ja toll, jetzt habe ich gar nicht mehr die Möglichkeit, das Opfer selber zu spielen. Also nehmen wir einen Zeugen. Ah, wieder der. Dein Blick aus dem verhüllten Zeugen heraus erlaubt es dir, sowohl die Inquisitoren als auch die Angeklagte zu sehen. Letzter erkennst du als den Geist, der hinter dem des Portals weiter oben gebunden ist. The gods craft each soul to a purpose. They grant it flesh and bone and set it to its task. Die Götter erschaffen jede Seele zu einem bestimmten Zweck. Sie schenken ihr Fleisch und Knochen, dann geben sie ihr eine Aufgabe. The self is the lie. A lie you whisper to yourself. A lie shouted at you by others. A lie you perform like a role upon a stage with your every action. Das Selbst ist eine Lüge, die du dir selber auftischt oder lauthals von anderen aufgetischt bekommst. Eine Lüge, die du mit jeder Handlung aufführst wie eine Rolle in einem Schauspiel. You bear guilt of the gravest heterodoxy. Yourself stands at cross purposes to your soul. Du hast dich einer der schwersten Ketzereien schuldig gemacht. Dein Selbst steht dem Daseinszweck deiner Seele diametral entgegen. How do you answer these charges? Was sagst du zu diesen Anschuldigungen? I bear guilt for many things, but in my service to the divine, I have never wavered. Never once. Ich trage Schuld für viele Dinge, aber meine Dienste für die Göttlichkeit habe ich stets gewissenhaft vollführt. Nicht einmal habe ich geschwankt.
Sie lügt, du liegst falsch. Wie in aller Welt kannst du den Daseinszweck ihrer Seele kennen? Nichts sagen, angreifen. Fragen wir einfach mal. In accepting the lie of the self, she abandoned that purpose. She elevated the role above the player. Indem sie die Lüge vom Selbst akzeptierte, hat sie diesen Daseinszweck abgestoßen. Sie hat die Rolle über den Schauspieler erhoben. Schweigen. You then, in your mask and your robes, you are so much truer. Aber du in deiner Maske und deinen Roben, du bist ja so viel wahrhaftiger. There is no shame to be found in the service of the gods. The masks we wear reflect our roles as mere instruments of a divine will. Es liegt keine Schande darin, im Dienst der Götter zu stehen. Die Masken, die wir tragen, spiegeln unsere Rolle als Instrumente des göttlichen Willen wider. Die Angeklagte hebt ihren Blick und wendet ihre wunde Lippe und ihren dunklen Augen trotzig gegen ihre Befrager. Let's delay this no longer then. Speak. Speak. What would you do to me? What example would you set? Dann lasst uns das nicht weiter hinauszögern. Sprecht, was wollt ihr mir antun? Was für ein Exempel wollt ihr statuieren? Sagen wir mal nichts. There is no graver sin than the betrayal of the soul in service to the self. Thus, only the gravest punishment shall suffice. Es gibt keine größere Sünde als der Verrat an der Seele im Dienst des Selbst. Da kann nur die schwerste aller Bestrafungen angemessen sein. You shall be flayed over the course of months, as priests of Abaddon preserve your body from death. The skin shall be tanned for use by our scribes. Abaddon war... Ach, der Golem. Der Schmied. Ja. Dir soll über mehrere Monate die Haut abgezogen werden, während Priester von Abaddon deinen Körper vor dem Tod bewahren. Die Haut soll gegerbt werden, auf das unsere Schriftgelehrten sie verwenden können. Das ist doch Wahnsinn. Silence. Schweig. Die Götter existieren, um zu führen und zu lehren und nicht um sinnlose Grausamkeit über die zu bringen, die nicht euren Ansprüchen gerecht werden. Deine Wolle halten durch den Saal, die anderen Gestalten schimmern, Essenzstränge aus dem ganzen Raum prallen vor dir aufeinander und formen sich zu einer einzelnen, pulsierenden Partikel aus Essenz. Partikel des Bedauerns. Okay. Ich habe jetzt einen anderen Partikel, weil ich etwas anders gemacht habe. Partikel der Überzeugung und Partikel des Bedauerns. Mal gucken, ob das jetzt reicht für sie. Weil wenn nicht, habe ich keine Ahnung, wo ich noch hin sollte. Ich habe ja jetzt alles abgeklappert, alle drei Orte. Alle drei Adra-Säulen. Ja, der Geist bleibt an das Adra gefesselt. Ihr Gesicht hebt sich leicht, dass du dich hier näherst. Kannst du dich an mehr erinnern? Das Gesicht des Geistes verzieht sich gedankenverloren, dann schimmert es und wird unkenntlich. Sie schüttelt den Kopf. Geben wir erstmal den Partikel des Bedauers. Du fügst die vollen Räuber für die Energie der Essenz der gebundenen Seele zu und sie schnappt nach Luft, als hätte man sie überraschend in eiskaltes Wasser getaucht. Die Augen flackern blau auf, weil sie sich vorübergehend gegen ihre Bindung wehrt. Dann erschlafft sie wieder. Gegenstand verloren. Do I know you? Have we met? Kenne ich dich? Sind wir uns schon einmal begegnet? Die dunklen mit Augenringen versehene Augen des Geistes suchen dich nach etwas Bekanntem ab. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit miteinander gesprochen. Du hast um meine Hilfe gebeten. Meinst du, als du noch am Leben warst? Nein, noch nicht. Noch nie. Nehmen wir mal die Eins. Before this. Before here. Vor allem vor diesem Ort. Ich bezweifle es. Das ist möglich. Meine Seele hat in einem früheren Leben einem Inquisitor gehört. Würde es eine Rolle spielen? Diese Zeit ist vorbei. Nein, noch nie. Stehen wir mal zu unserem alten Leben. Der Geist schaudert, sowohl in seiner Form als auch in seiner Position und prallt gegen den Adra. I see it. The shackles about your soul. They're in you, the gods. And you, their puppet. Ich kann sie sehen, die Fesseln an deiner Seele. Sie sind in dir, die Götter. Und du bist ihre Puppe. In der Tat, ich diene den Göttern. Ich bin niemandes Puppe, ganz besonders nicht deren.
Einer hat mich getötet, der andere wieder zurückgebracht. Das ist eine lange Geschichte. Unsurprising. It was always their way. Give and take, kill and save, an unbalanced scale atop the edge of a blade. Nicht überraschend, so waren sie schon immer. Geben und nehmen, töten und retten. Eine Waagschale ohne Balance auf der Klinge eines Schwertes. Kannst du dich an mehr erinnern? A man. His torso caged in copper and Audra. It pulled him out of himself. Till he ate his own hand. Ein Mann, sein Torso in Kupfer und Adra gefangen. Er wurde aus sich selbst herausgezogen, bis er seine eigene Hand aß. Noch mehr? Nein, okay. Dem Geist ein Partikel der Entschlossenheit geben. Du fügst der Essenz der gebundenen Seele ein Partikel absoluter Sicherheit hinzu und sie schnappt nach Luft, als hätte man sie überraschend in eiskaltes Wasser getaucht. Ihre Augen leuchten grau auf, weil sie sich vorübergehend gegen ihre Fesseln sträubt. Da sackt sie wieder zusammen. Das ist nonsense, isn't it? Just mad theater. Das ist Unsinn, oder? Nur ein verrücktes Theater. Entschuldigung, was? Schlimmer, diese Prozesse waren der Gipfel der Heuchelei. Es ist wichtig, was die Leute sehen, wie sie es sehen. Nehmen wir mal die zwei. Agreed. Ich stimme zu. Tis strange. I recall so many trials. An endless parade of the accused. Was it a kind of punishment? Being forced to watch my fellows condemned? Es ist seltsam, ich erinnere mich an so viele Prozesse, eine endlose Parade der Angeklagten. War das eine Art Bestrafung, dass man mich dazu zwang, zuzusehen, wie meine Brüder und Schwestern verdammt wurden? Ihr Gesicht zuckt, zerbricht und fügt sich wieder zusammen. Kannst du dich an mehr erinnern? The scent of scrolls. Tens of dozens of them, each as inked as it would bear. Centuries of seeking distilled. Der Geruch von Schriftrollen, Dutzende, Hunderte von ihnen, jede davon mit so viel Tinte bedeckt, wie sie tragen kann. Jahrhunderte des Suchens, gefiltert. Kannst du dich an mehr erinnern? Nein? Okay, noch ein Partikel geben. Als sie die dritte Essenzkugel absorbiert, wehrt sie sich drum gegen ihre Bindung. Sie schreit und ihre Bindung leuchten in hellen violetten Flammen auf, bevor sie mit einem donnergleichen Krachen zerschallen. No. Befreit geht der Geist einen abgehackten Schritt auf dich zu. Sie blickt zu dir hinauf. Ihre Stimme hört sich kräftiger an, aber auch kratziger und angespannt. I am more myself than I have been in a very long time. Ich bin mehr als ich selbst, als ich seit langem gewesen bin. Erinnerst du dich daran, wer du warst? Freut mich, dass ich helfen konnte. Gern geschehen. Nehmen wir die Eins. I almost. Like a word on the tip of the tongue, I have it, but I don't. Ich fast. Wie ein Wort, das mir auf der Zunge liegt, habe ich es und dann doch nicht. Sie runzelt grimmig die Stirn. I am certain, though, that I knew the Inquisitor well. I think perhaps that I loved her and that she betrayed me. Ich bin mir allerdings sehr sicher, dass ich die Inquisitorin gut kannte. Ich glaube, ich habe sie geliebt und sie hat mich hintergangen. Sie sehen in Richtung der Mitte des Reiches und der Struktur, die dort thront. Tut mir leid, aber ich befürchte, du und die Inquisitorin könnte ein und dieselbe Person sein. Oder du warst diejenige, die sie betrog, weil ihr beide dieselbe Person seid. Du solltest dich bereit machen, die Inquisitorin könnte dir nicht so unähnlich sein, wie du glaubst. Nichts sagen, nehmen wir mal die drei, also du solltest dich bereit machen. Perhaps not. But nothing could justify her actions. Vielleicht nicht, aber nichts könnte ihr Handeln rechtfertigen. Tut mir leid, aber ich befürchte, du und die Inquisitorin könnten ein und dasselbe sein. Sie flackert und ihre Gesichtszüge verschwimmen zwischenzeitlich wie starker Regen, der eine Dachschräge hinunterfließt. Ridiculous. We are nothing alike. Lächerlich, wir sind uns kein bisschen ähnlich. I will lead you to her. She has much to answer for. Ich werde dich zu ihr führen, sie wird über einiges Rechenschaft ablegen müssen. Okay, sie nimmt das Portal hier wahrscheinlich. Und öffne die Tür. Gut, gucken wir mal, was sich geändert hat. Oh. Ich werde der gefesselten Seele das Essenzpartikel. Ja, ich brachte der gefesselten Seele ein Partikel des Bedauerns. Das hatten wir schon. Finde noch ein Essenzpartikel.
Die hier gefangene Seele reagierte positiv auf das erste Partikel, das sie hier gab, aber sie ist noch weit davon entfernt, mir bei der Inquisitorin zu helfen und schon gar nicht mit Neresilas. Ich sollte noch eine andere Adressatin nach weiteren Fragmenten des Seins durchsuchen. Ja, liefere der gefesselten Seele das zweite Partikel. Eine zweite Verhandlung brachte mir ein zweites Seelenpartikel ein. Die gefangene Seele wird davon profitieren. Ich brachte der gefesselten Seele ein Partikel der Überzeugung. Okay. Finde ein letztes Essenzpartikel der gefesselten Seele. Die hier gefangene Seele scheint nah dran zu sein, ihre Fähigkeiten zurückzuerlangen. Wenn ich ihr ein drittes Partikel der Essenz bringe, reicht es vielleicht, um sie aus ihrem Gefängnis zu befreien. Das dritte Partikel geben. Dritter Versuch brachte einen dritten Schimmer spiritueller Energie. Es könnte der letzte Teil sein, den die Seele braucht, um sich vollständig zu erholen. Ich brachte der gefesselten Seele ein Partikel der Überzeugung. Ja. Das sind die Sachen. Ich habe die Seele von ihren Fesseln befreit, aber sie scheint sich über ihre eigene Vergangenheit noch unsicher zu sein. Sie hat versprochen, mich zur Inquisitorin im Herzen des Reichs zu führen, wenn ich den Invitaner zur Rede stellen will, der für so viel Leid verantwortlich ist.